Yo Leute und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von ARK Singleplayer. Und ganz zu Anfang stelle ich jetzt hier erstmal Gamma hoch, dass wir auch ein bisschen was sehen können. Und ja, in der heutigen Folge habe ich schon was vor. Und zwar erstmal jetzt den Adler einmal auf Leben skillen und einmal auf... Ausdauer mache ich mal. Ich denke, das ist so ganz in Ordnung. Und jetzt muss ich mir hier einmal noch kurz mein Headset nehmen, denn mein Kabel ist wieder draußen. Aber ihr könnt mich noch hören durchs Mikrofon. So. Und perfekt. Da habe ich jetzt auch wieder ARK-Sound. Und dann sind wir hier richtig gut am Start auf jeden Fall mit dem ARK in Tarvis. Und ja, zwischen den Folgen, was ist passiert? Zum einen haben wir hier den Tarpejara fertig. Was übelst nice ist. Level 29 zwar nur, aber Tarpejara ist Tarpejara. Ich gehe mal direkt hier ein bisschen auf Wait. Da bin ich mal gespannt, wie der so sein wird zu reiten. Und das Känguru ist leider einmal aufgewacht, deswegen habe ich das jetzt hier vorne nochmal betäubt. Nur das Problem ist, ich habe jetzt keine Mushrooms mehr und deswegen will ich einmal schnell auf den Berg fliegen, ein bisschen Kristall holen. Daraus kriegt man ja auch Mushrooms und dann können wir das Ganze zurück nach Hause bringen. Und ja, das ist jetzt so mein Plan. Danach könnte man sich vielleicht mal überlegen, endlich mal einen Wolf oder so zu zähmen, weil wir haben ja bisher nur diesen ziemlich high-leveligen Adler, was ja auch ganz nice ist, aber so ein Wolf oder so, das wäre auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich fresh. Oder ein Quetzal, sich auf sowas halt vorzubereiten. Und Leute, wer jetzt dieses Video guckt und das letzte Ankündigungsvideo zum neuen Server noch nicht gesehen hat, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine sehr interessante Server-Idee. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall auch gerne mal reinschauen. Perfekt. Gehe ich nochmal eins auf Weight beim Level Up, dass wir den Adler richtig schön als Lastentier benutzen können. Stimmt, dann können wir eigentlich auch gleich ein bisschen Metall mitnehmen, ne? Ist ja auch eine Idee. Mit einem Adler ist es schon deutlich angenehmer als einfach nur mit so einem Flugi. Das kann ich euch verraten, Leute. Das ist auf jeden Fall schon mal ein riesen Fortschritt. Ein riesengroßer Fortschritt. Und Leute, habt ihr schon das neue ARK-Video gesehen? Also von dem offiziellen ARK-Kanal. ARK wird endlich released. Am 8. August kommt ARK endlich offiziell raus. Es ist nicht mehr dann im Early Access. Und da freue ich mich halt einfach so hart drauf. Ich hole mir direkt die Collectors Edition, wenn das rauskommt. Aber mal instant. Und dann mache ich davon vielleicht mal ein Unboxing oder so, je nachdem, ob ihr darauf sowas Bock habt. Und Alter, ich freue mich so hart darauf. Warum kriege ich jetzt hier keine Mushrooms? Da ein Mushroom. Nur Kristall. Ist ja doof. Für Mushrooms. Drei Mushrooms. Kann ein bisschen was vom Kristall droppen. Ich brauche ja nicht so viel. 100 kann man sich vielleicht nochmal überlegen mitzunehmen. Generell, ich muss kurz was aussortieren. So, hier haben wir unseren Adler. Ja, den Stuff brauchen wir schon. Das hier alles nicht. Zwei Pete-Sättel, einen habe ich aus Versehen gecraftet und einer ist vom toten Pete. Behalte ich mal. Die Sachen kommen auch da rein. Die 100 Kristalle nehme ich mal mit. Das auch. Oh lol, wir haben zwei Wunderkerzen-Skins für die Fackel. Interessant. Das nehme ich auch mal alles mit nach Hause auf jeden Fall. Hide kann man auch nie zu genug haben. Ja, und den Stuff droppe ich dann einfach mal. Aber den brauche ich jetzt erstmal nicht. Und dann kann ich noch mal ein paar Mushrooms farmen. Komm, da unten ist ein Raptor. Dich stibitze ich mal. Und töte dich für Level. Hallo? 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 Bist du wieder am Aufnehmen? Natürlich. Ich bin wieder reingeplatzt. Ja, ist aber nicht schlimm, dann können wir jetzt reden. Du bist jetzt mitten in der ARK-Aufnahme. Wie findest du das neue ARK-Update? Ich habe es noch nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe gehört, es gibt Eisdrachen. Kann das sein? Da bin ich mir gar nicht sicher gerade tatsächlich. Ich meinte jetzt eher in Bezug auf den offiziellen Release von ARK. Das ist ja bisher noch im Early Access. Achso.
Und da kommt ja bald jetzt Ark endlich richtig raus. Und falls sich jetzt einige denken, oh nee, dann kommen ja keine neuen Dinos und so weiter. Doch, die Entwickler haben gesagt, die wollen immer noch nachpatchen, auch wenn das Spiel noch schon draußen ist. Was hältst du davon? Ja, das hört sich doch gut an, auch wenn ich nicht sonderlich gut in Ark bin. Ja, ist ja nicht schlimm. Beziehungsweise jetzt auch länger nicht gespielt habe. Ist ja auch nicht schlimm. Ach, wie dumm bin ich denn? Erstmal gucke ich jetzt nach, wie viel brauche ich überhaupt an Pilzen. So. Muss direkt daraus haben. So. Prokoptodon. Level. Ach stimmt, das muss ich ja tatsächlich am Handy tatsächlich machen. Dododex, Dododex, bist da? Da. Perfekt. Schauen wir mal nach. Prokoptodon 72. Gerade mal 6 Mushrooms. Jo, wir haben genug. Nice. Schnapp ich mir den Adler und ab zurück ins Paradise. Hier noch ein bisschen Fleisch, bisschen Hide. Warum nicht? Dann geht's ab zurück. Machen wir immer Gamma auf die normalen Werte. Und dann geht's wieder ab zurück. Das Känguru zu Ende zähmen. Wie lange muss man eigentlich spielen, um zu lernen, wie man länger als 3 Minuten in Ark überlebt? 5 Minuten. nee, es ist eigentlich ganz einfach. Du musst spawnen. Dann erstmal sammelst du Steine am Strand mit E halt. Dann klopfst du auf den Baum, bis du ein Holz und 10 Stroh hast. Dann machst du eine Spitzhacke. Mit der Spitzhacke kannst du eine Axt machen, mit der Axt Speer. Und so baut sich das dann halt irgendwann von alleine auf. Oh, das ist ein Quetzel. Quetzi Quetz. Level 18. Können wir uns ja auch mal überlegen zu zähmen. Erstmal schön runterfliegen hier User joined your zu channel. unserem Hühnerstall. Guten Tag. Hühnerstall. Robin auch mit am Start. Hühnerstall. Ja, ah, du backst und ich nehme auf, aber du kannst ja gleich mit in die Fragerunde. Wie findest du das neue Video vom offiziellen Ark-Kanal? Welches? Es sind zwei. Ja, das, wo die jetzt Ark releasen. Also vernünftig. Ich finde schon geil. Ich glaube, ich hole mir auch so eine Map oder Ich sowas. hole mir Oder die das Collector's Buch. Edition. Ja, du kannst jetzt nur in der Collector's Edition holen, zusammen. Ja, Mann, ich glaube, ich hole mir das. Das ist halt Ich auch. saucool. Kostet aber 160, ne? Für so ein Scheiß. Ja, aber ich hole es mir trotzdem, weil Ark ist halt Ark. Ja, ich glaube auch. Ich Ark weiß ist es aber noch Leben. nicht. Oh Leute, das Känguru ist schon fast fertig. Ja, nice. Und was hältst du von dem neuen Server, den ich bald eröffne? Was für? PvE, Einzeleinstellungen, ja Mann, finde ich echt geil. Oh, du kannst gut raten. Ernsthaft? Ja. Ja! Ah, Junge! Was Und zwar eine Art Dorf mit Roleplay, wo sie jeder seinen eigenen Laden zum Beispiel aufmachen kann oder so. Alter, du schmierst gerade richtig ab. Ich mute dich mal für die Aufnahme kurz. Das muss sein. Er ist weg, okay. Passt ja dann von daher. So, ich habe jetzt das Känguru einfach mal Känguru Super Shoe genannt. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut, oder? Ne, Känguru Super Shoe? Das passt super. So, und was hältst du davon, dass ich jetzt wieder Overwatch machen will? Das hört sich super an. Und was findest du vom Overwatch XP Event? Stirb Petri. Naja, also derzeit spiele ich viel Star Wars World Republic, dementsprechend habe ich jetzt von dem Ach, Doppel-XP-Event stimmt. nicht so viel mitgekriegt. Ja, heute ist es ja noch. Sag mal, du musst es nutzen. Ich glaube, es hackt. Was sind das da vorne? Ist das ein Iguanodon? Ne, ist auch nur ein Parasaurus. Okay, dann würde ich sagen, kümmern wir uns doch mal als nächstes darum, dass wir mal einen guten Wolf hier an den Start kriegen, oder? Es wäre eine Überlegung wert. Obwohl, erstmal brauche ich einen neuen Narkotik. Narkotik. Narkotik, Narkotik. Jetzt so schön mit dem Track. Obwohl, nee, wir haben doch noch. Wir haben doch noch. Oder ich versuche jetzt echt mal so lange den Quetz zu tamen.
Aber da bin ich eigentlich noch zu low level für, weil ich kann ja nicht mal den Sattel machen. Ich mach erstmal einen Wolf und repariere meine schöne Eisenrüstung. Und ich glaube, mein Eisen ist leer, also hole ich noch Eisen. Bis wann heute geht das Event in Overwatch eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Irgendwann bis Abend. Ach, ich weiß, ich kenne schon den Titel für die Folge. Laberfolge. Laberfolge. Dumme ist, normalerweise sollte das ja jetzt schon längst vorbei sein. Ja, aber das sollte ja eigentlich nur dieses XP-Wochenende sein. Aber das ist ja jetzt noch bis heute. Glaube ich. Ja, ich meine aber auch das Jubiläum. 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 Ja, bald kommt jetzt auch endlich das neue Event, wo der geile Genji-Skin zu erhalten ist. Den Nihon. Wie findest du den Sentai, also den... Hässlich. Me too. Alter, du rauschst so extrem. Ich weiß nicht wieso. Okay, dann bin ich weg. Nee, ja, okay doch. Ja, ich verstehe nicht. Ich muss mir entweder ein neues holen oder... Mikro? Mich umbringen. Oder was? Oder das Mikro einfach wegwerfen und dann so ein Ikea 2 Euro holen. Ja, das würde ich doch toll an. Best Soundquali in der Schwedenland. Okay, aber warum benutzt du nicht einfach das Blue Yeti? Keine Ahnung, bei mir ist es im Zimmer halt scheiße, weil es da übel halt. So. In meinem Zimmer. Und ich habe hier halt auf dem Mikro eine Schalldämpfung. Aber dafür ein Rausch Explorer. Ja, Mann. Und was soll ein Rausch Explorer sein? GG. Explosives Rauschen. Finde ich toll. Ich mag diese Interpretation. Super. Ich finde den Nihon-Skin auch echt geil. Ja, ich finde, das ist mit Abstand der coolste Genji-Skin. Deswegen freue ich mich so auf das Sommerspiele-Event. Hey, gibt's es wieder? Ja, ja, das kommt ja zurück. Da gibt's neue Skins und die alten kommen auch zurück. Deswegen freue ich mich so. Nihon, Nihon, Nihon. Das ist der erste Skin, den ich mir hole. Und das ist auch mit, also von den alten Skins her, von Sommerspielen-Event, ist das mit dem Lucio-Stürmer-Skin der einzige Skin, den ich cool finde. Ich überlege mir immer noch, ob ich mir den Hanzo Cyber-Ninja hole. Also es ist einfach, der Skin ist so geil. Ich weiß gar nicht, im Notfall hole ich mir noch Cyborg 76 auch, habe ich mir überlegt, weil ich finde den auch geil. Könnte mir ja direkt holen, aber... Hä? Könnte ihn mir direkt holen. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich den mir holen will, weil so viel Soldier spiele ich tatsächlich gar nicht mehr. Soldier ist zwar trotzdem noch so einer meiner Main-Chars, aber so viel spiele ich gar nicht mehr. Ich spiele lieber Junkrat DPS. Weil Junkrat muss ich sowieso noch bis zum Halloween-Event warten für einen coolen Skin. Und Tank spiele ich auch. Nee, also den Soldier Skin finde ich nicht so geil. Finde ich auch richtig geil. Und sonst, also Tank spiele ich ja eigentlich, wenn, dann nur Roadhog oder Winston. Und ab und zu mal auch Orisa. Aber wenn ich Roadhog oder Winston spiele, dann ist das Problem, dass Roadhog hat halt auch den coolsten Skin beim Halloween-Event, das heißt, da kaufe ich mir auch keinen. Und Winston hat den coolsten Skin beim Winter-Event da, das heißt, da kaufe ich mir auch keinen. Und die einzigen Dingsabums, da die spiele, wie heißt es? Healer, die spiele, sind Mercy, hat den coolsten. Da habe ich erstmal schon einen recht coolen Skin, mit dem ich auch recht zufrieden bin momentan. Und den anderen coolsten Skin hat sie beim Halloween-Event. Und wen spiele ich noch ab und zu? Lucio, der kommt jetzt bald wieder. Also der kriegt ja jetzt bald wieder einen neuen, recht coolen Skin mit dem Stürmer-Skin, finde ich. Och, Menor, Spieler hat das Match verlassen, Spiel wird abgebrochen. Ich hasse es. Ich glaube, ich hole mir noch das Emote von Reinhardt. Ernsthaft? Ich finde es so cool. Welches ist das nochmal? Das neue? Ja, wo der mit seinem... Ach so. Stab da tanzt. Am Tanzen, der Reinhardt. Ja, ich hole mir das jetzt. Hopp. Hopp. Hopp, galopp. Da ist es drin im Warenkorb. Was bräuchte noch zum Reparieren? Ach, Fiber. Das klassische Fiber-Problem. Wer kennt's nicht vom Busy Taker Server? Wer kennt's nicht? Am allergeilsten finde ich immer noch das mit dem Känguru. das war so eine der besten Momente vom Easy Taker Server. Trickshot across the map trifft einfach und das Ding fliegt um. Ja, mit unserem Pfeil, obwohl die ganze Zeit drauf geballert haben, unsere Feinde. Heimlich. Ja, heimlich.
Wir haben schön Schnick, Schnack, Schnuck gemacht, wer das Känguru bekommt. Und nein, die wollen das hier hinterrücks einfach zähmen. Das haben wir uns nicht gefallen lassen. Ein Pfeil und es liegt. Fertig. Und dann wollten die Ärmer, das war so episch. Und dann wollten die das doch umbringen, indem sie es einbauen mit Stachelzaun und so. Ja, erstmal wollten die es umbringen, haben sie gecheckt, das ist PvE. Dann wollten die es mit Stachelzaun umbringen. Und das hat aber auch nicht geklappt, weil PvE. Ja, Mann. Und dann wollten sie es einbauen, aber ging ja nicht, weil wir da ja schon auch gebaut haben. Ja. Ach, das waren echt richtig geile Zeiten. Easy, machen wir einen Server. Junge, lass mal wieder Max einladen. So eine Runde Let's Talk About Easy Taker Server. Das wäre auch ein lustiges Video, denke ich. Aber Leute, hiermit verabschiede ich mich jetzt erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, drückt den Daumen nach oben. Ich verabschiede mich. Robin verabschiedet sich. Ade. Eike verabschiedet sich. Ciao. Und ich bin raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.